Ja, herzlich willkommen hier mitten aus dem Wald. Es regnet ziemlich stark. Ich habe mir gedacht, ich bin ein harter Hund, ich mache trotzdem das Video. Es gibt viele neue Neuigkeiten, von denen ich euch erzählen möchte. Neue Neuigkeiten, das macht Sinn, Patrick. Aber hier auch neue Neuigkeit. Unser Rohkostmüsli in Bio-Qualität, Bio-Siegel ist noch nicht drauf, kommt aber bald. Bei uns in der Facebook-Gruppe gibt es ein paar mehr Infos zu diesem Rohkostmüsli, was jetzt auf unserem Shop verfügbar ist. Könnt ihr sehr gerne abchecken. Gekeimt und so weiter. Mehr Omega-3 als Omega-6, sehr interessant. So. Viele haben es als Verschwörungstheorie abgesehen, haben sich darüber lustig gemacht und so weiter und so fort. Ich habe ein Video gemacht über die Frau Klöckner, die Nahrungsergänzungsmittel deckeln möchte und so weiter. In welchem Ausmaß das stattfinden würde, weiß man noch nicht. Ob sie Vitamin D komplett verbieten möchte, nur von der Pharmaindustrie im schlimmsten Fall, jetzt Worst Case, oder vielleicht einfach nur Dosierungen runter und so weiter und so fort. So, was komischerweise 3 Wochen später passiert ist, wir haben Post von Amazon bekommen. Unser Produkt wurde gelöscht von Amazon, weil es nicht mehr den Anforderungen entspricht. Das heißt, zu hoch ein B-Vitamin war konzentriert, so dass alle in dem Fall Produkte, die dieses aufwiesen, das waren so ziemlich 100% auf Amazon, ebenfalls gelöscht worden sind und alle Rezensionen wahrscheinlich auch weg sind. Man weiß noch nicht genau, in welchem Rahmen es ist, aber es passiert schneller, als ihr denkt, was gerade eben so vorgeht. Und das kriegen viele Menschen überhaupt gar nicht mit. Die kaufen immer ihr B-Vitamin, auf einmal merken sie, die Dosierung wurde einfach mal halbiert. Und wie, wo, was, das wissen nur die Hersteller. Von daher wende ich mich an euch, damit ihr seht, was eigentlich passiert hinter den Kulissen. Es passiert gerade was, ja? Und was ist das Nächste? D3, Vitamin C, wir werden es erfahren. So, kommen wir nur zu Punkt 2. Ein Video wurde gelöscht von mir. Und zwar, normalerweise habe ich darüber jetzt keinen Bock gehabt, ein Video zu machen oder sonst was und rumzuheulen. Oh, ich bin so arm. Aber jetzt kommen 3 Themen, die ich einmal jetzt doch nochmal ansprechen wollte. Und das ist Punkt Nummer 2 jetzt. Ein Video wurde gelöscht. Welches wurde denn wohl gelöscht? Was meint ihr denn wohl? Ja, das Video zu Jens Spahn wurde gelöscht. Und zwar, ich möchte nochmal hier, ich habe sachliche Quellenangaben gemacht, ja, bezüglich Geldgeber von Jens Spahn früher. Das war ein Pharmaunternehmen. Er war Teilnehmer der Bilderberger, das habe ich alles belegt. Und ich habe ebenfalls nur Zitate eingeblendet über das Infektionsschutzgesetz, in dem sich Jens Spahn über, was weiß ich, Söder, Laschet und so weiter hinwegsetzen kann und alles veranlassen kann, was er für nötig hält, dass das mit einem Risiko einhergeht. Das habe ich nur quasi zitiert und das war anscheinend schon zu viel. Ich wurde keine Begründung von YouTube wurde mir dargelegt, einfach nur, es wurde Verletzung der Richtlinien so gesehen vorgenommen. Das war das erste Video von YouTube, was jemals von mir gelöscht worden ist. Niemals in der Geschichte wurde ein Video bisher von mir gelöscht. Alle anderen wurden von mir selbst gelöscht. Aber ich keine Begründung, was, wo, was. Ich habe nichts. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Hätten sie mir wenigstens eine Begründung geschrieben, YouTube, ja? Deswegen und deswegen, weil du da vielleicht einfach nur richtig einfach gelöscht, ja? Ich wurde. Warte, ich habe das hier aufgeschrieben. Moment. Post. Es ist zu unterlassen, mit mehrfach höherer Bioverfügbarkeit zu werben für meine Produkte. Das müsst ihr euch vorstellen. Es hat jemand geschrieben, wenn man einfach mal eine Minute sich genommen hätte, auf unsere Homepage gegangen wäre, dann hätte man, boah, ist gerade ziemlich stürmisch, dann hätte man sofort gesehen, dass wir Studien dort auf unserer Homepage haben von unabhängigen Laboren, ja, zum Beispiel Vitamin C sehen wir hier. Blend das mal kurz ein, Alkan, ja? Wie man die einfach finden kann auf unserer Homepage. Zu Kurkumin. Schauen wir das mal an. 35 mal höhere Bioverfügbarkeit, ja? Normales Kurkumin. Oder zum Beispiel auch zu Glutathion, ja? Normales Glutathion. Und unser steigt ständig an. Und das ist einfach so leicht zu finden, ja? Wo man sagen könnte, gut, unabhängiges Labor. Da schreiben wir vielleicht, wenn sie ganz skeptisch sind, können sie da nochmal hinschreiben und können da nochmal die Blutwerte auch nochmal anfordern, damit sie es auch nochmal schwarz auf weiß haben, ja, dass wir da auch herrlich gearbeitet haben. Ja, ist für uns gar kein Problem, können wir sehr gerne machen, ja. Wurde auch nicht gemacht, ja, einfach nur geschrieben zu unterlassen. Wenn sie es nicht tun, 4000 Euro, ja. So, dann, sehr interessant, wenn man noch eine Minute länger recherchiert hätte, hätte man gesehen, dass sogar Pharmaunternehmen mittlerweile auf Liposomal setzen. Hier zum Beispiel das Kölner Pharma GmbH vertreibt dieses hier, das liposomale Q10, ja. So, dadurch, da schrieben sie in der Beschreibung, dadurch wird die QC-Aufnahme im Magen-Darm-Trakt erleichtert und somit eine höhere Verwertbarkeit von Q10 für den Organismus herbeigeführt. Oh, das steht da drunter. Das steht da drunter. Oder auch ein anderes Produkt, ja?
Übrigens, dieses Q10 von der Pharmaindustrie, weil alle immer so meckern, ja, ist übrigens 2,5-mal so teuer wie unseres. Ja? Nur mal so, aber wir sind übrigens weltweit die günstigsten Anbieter von liposomalen Supplements, weltweit, wenn man unser Bundle-Angebot in Betracht zieht. Ja? Es gibt weltweit kein günstigeres Angebot zur liposomalen Formulierung, nur mal so. Das kann man uns definitiv nicht vorwerfen, wenn man sieht, dass die Pharmaindustrie 2,5-mal so viel nimmt. Ja, so. Dann gibt es noch ein anderes Pharmaprodukt, ja, auch sehr interessant. Die schreiben, das ist eine Creme, ja, so, von Ratiopharm, kennt auch jeder, ja, so. Eine aktuelle Vergleichsstudie zeigt den Unterschied. Die spezielle Formulierung des Schmerzgels ermöglicht im Vergleich zu einer anderen 1%igen Emulsion eine deutlich höhere Wirkstoffpermeabilität. Aber da hat man sich auch keine Mühe gemacht. Ich habe weiter 765 Treffer gefunden in klinischen Studien, die zeigen eine erhöhte Bioverfügbarkeit von liposomalen Formulierungen jeglicher Art und Weise. Ja? Injektion, oral, dermal, wie auch immer. Und null, die das Gegenteil beweisen. Und dann will man uns 4.000 Euro drohen, dass wir damit unterlassen sollen, obwohl null Recherche betrifft. Ja, ich musste leider nach innen wechseln, weil das war einfach viel zu stürmisch gerade draußen. Es war Weltuntergang. So, und hab's dann von mir aus runtergenommen. 2 Monate später, wo das Video schon offline war, bekomme ich Post. Und zwar diese Post hier, die ich auch vorhin gerade vorgelesen habe, ja. Die Vermehrung von Coronavirus D kann durch den Einsatz vieler unterschiedlicher Flavonoide und sekundäre Pflanzenstoffe verhindert werden oder zumindest stark eingeschränkt werden. Das ist uns unterlassen. Das habe ich nie gesagt. Das habe ich nie gesagt. Hier wird mir vorgeworfen, Dinge gesagt zu haben, die ich nie gesagt habe. Und das kann ich belegen, ja. Hier werden mir Wörter im Mund umgedreht. Ich habe gesagt, dass das Wachstum eingeschränkt worden ist, ja, aber niemals gesagt habe, dass Corona, ja, dass sekundäre Pflanzenstoffe verhindert werden oder zumindest stark eingeschränkt. Das ist Quatsch, das habe ich nie gesagt in dem Sinne. Ja? Das ist, dagegen kann ich rechtlich eigentlich vorgehen. Dagegen, mein Anwalt hat mir auch gesagt, da können wir auf jeden Fall gegen vorgehen. Wir machen jetzt aber ganz, das Video ist eh offline, das ist eh Quatsch, ja. Und das andere ist, ja, da müssen wir nicht drüber reden, ja. Das ist mehr als tausendfach belegt worden, ja, das mit der Bioverfügbarkeit, ja. Aber es ist, weil ich einfach keine Lust drauf habe. Wisst ihr, was ich meine? Aber so wird gearbeitet einfach in Deutschland, ja. Und ich finde es einfach eine Katastrophe. Und vor allen Dingen, ich habe sehr viel für euch vorbereitet in Bezug auf Corona. Ich habe tolle neue Ärzteberichte aus den USA und ja, da haben Ärzte dokumentiert, bestimmte Untersuchungen rausgeschrieben und haben gezeigt, die Verläufe von schon. Und es kommt anscheinend auf einen bestimmten Stoff an bei uns im Körper. Jeder weiß, es ist der mächtigste, mit dem steht und fällt alles bei uns im Körper. Treue Zuschauer wissen sowas, was ich jetzt meine, aber das darf ich hier nicht sagen. Und deswegen, ja, das ist Wahnsinn. Also ich hatte so viel für euch noch vorbereitet diesbezüglich und ich darf keinem Menschen helfen. Ich darf nicht, ich darf es nicht. Ich habe, wie gesagt, Untersuchungen von Ärzten, Studien, klinische Studien, alles Mögliche ausgewertet. Für euch tolle Sachen diesbezüglich aufgedeckt, was in Deutschland so einfach nicht da ist, ja. Und ich darf es nicht sagen, ich darf Menschen nicht helfen, ansonsten wird mir gedroht mit 4.000 Euro. Das ist Deutschland. Ich habe auch noch versucht, telefonischen Kontakt aufzunehmen. Das ist mir auch gelungen. Das Gespräch war ungefähr mit dem gleichzusetzen, was ihr jetzt sehen werdet. Viel Spaß. Adresse eingeben. Adresseingabe. Hamburg. Abbruch. Nein. Ёбаный в рот, заебало, блядь. Zieleingabe. Bitte sagen Sie ein Sprachkommando. Adresse eingeben. Adresseingabe. Ja, Hamburg. Bitte sagen Sie ein Sprachkommando. Hamburg, Hamburg, blädt. Hamburg. Verfügbare Befehle zur Adresseingabe sind Land eingeben, Stadt eingeben, Straße eingeben, Hausnummer eingeben, Zielführung starten. Ja, normalerweise habe ich keine Lust auf so ein Video, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was passiert in der Welt, ja, weil viele Menschen kriegen das gar nicht mit, alle denken, alles ist super, alles ist toll, alles ist tralala, aber es passiert sehr, sehr viel im Hintergrund, dass viele Menschen, die was bewegen wollen, die werden versuchen, die werden versucht, auf den Weg zu räumen, ja? das sieht man hier ganz klar, ja. Aber wie gesagt, für mich auf YouTube übrigens auch für mich keine Einschränkung gehabt. Ne? Also ich habe jetzt keinen Strike bekommen oder sonst was, keine Verwarnung oder sonst was, gar nichts. Das Video wird einfach nur runtergenommen, fertig, ja. So, nichts Wildes, ja. Ich habe dem Video auch nichts Schlimmes gemacht halt so, ne. Einfach nur. Aber ja, das war's von mir. Dankeschön fürs Zusehen. Ich würde euch freuen beim nächsten Mal, dass ihr wieder einschaltet. Checkt sehr gerne unsere Müsli hier ab, unsere neuen. Würde mich freuen.
vorbeizuschauen. Schönen Tag noch. Bis dahin, ciao.